Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwirsch und dies sind die Themen für Samstag, den 30. Januar. In Rehburg ist offenbar ein Familienstreit eskaliert. Am Donnerstagnachmittag wurde ein 63-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden. Wenige Stunden später meldete die Polizei einen Fahndungserfolg. Der 33-jährige Sohn des Opfers wurde festgenommen. Was genau hinter der Tat steckt und ob es schon Erkenntnisse zum Tathergang gibt, lest ihr in der Hake vom Samstag. Nach 136 Jahren schließen Lutz und Petra Ölschläger ihre Gaststätte in Linzburg. Am Samstag wird ein allerletztes Mal geöffnet, um mit Grünkohl eine Abschiedsparty zu feiern. Die Gemeinde hat die Gaststätte gekauft und will ein Dorfzentrum mit Dorfladen errichten. Das Gastwirtepaar blickt mit Wehmut zurück. Es waren schöne, aber auch harte Jahre. Rabetunnel, Bollmann-Friedhof, Allmende. Verschiedene Flächen im öffentlichen Raum sollen im Zuge der Aufwertung des früheren Nienburger Arbeiterviertels Nordertor in Angriff genommen werden. Über die Förderung Soziale Stadt Nordertor können auch private Haus- und Grundstücksbesitzer Zuschüsse für bestimmte Maßnahmen bekommen. Die leeren Geschäfte müssen wieder gefüllt werden. Die Seniorenwohnungen an der Königsberger Straße sollen endlich gebaut werden. Und der schöne Platz Löwinne mitten in Liebenau sollte mehr genutzt werden. Liebenaus Bürgermeisterin Margit Schmidt hofft, dass ihre drei Wünsche für dieses Jahr in Erfüllung gehen. Zum Sport. Der VfL Münchhagen hat sich in der Winterpause mit gleich 4 Spielern verstärkt. Nico Bartels, Yannick Liebkowski, Yasin Chetinkaya und Routinier Sebastian Wilhelm schnüren ab sofort für den Kreisligisten die Fußballstiefel. Ziel des VfL ist die Meisterschaft und der direkte Aufstieg in die Bezirksliga. Die SG Hoya hatte lange dafür gekämpft. Jetzt hat der Stadtrat grünes Licht für die Tribüne gegeben, die auf dem A-Platz des Bezirksligisten errichtet werden soll. 30.000 Euro soll die Stahlkonstruktion kosten. Über Zuschüsse der Stadt und Eigenleistungen soll das Projekt gestemmt werden. Derby in der Badminton-Verbandsklasse. Die SG Pennigsee Liebenau trifft morgen ab 15 Uhr in der heimischen Sporthalle auf den MTV Nienburg. Der Einsatz von Adrian Moss ist fraglich. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Samstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.